Sehr geehrte Frau Präsidentin des Rechnungshofes, Frau Claßen-Beblo, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, wieder ist ein Jahr um. Täglich grüßt das Murmeltier, könnte man fast zu diesem Bericht sagen. Der Bericht des Rechnungshofes liegt erneut vor, nun für das Jahr 2016. Und wieder haben Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, Frau Claßen-Beblo, mit großer Sorgfalt die finanzwirtschaftliche Entwicklung Berlins und das Ausgabeverhalten des Senats unter die Lupe genommen. Vielen Dank dafür und auch an dieser Stelle vielen Dank an die Ausschussvorsitzende für das sehr konstruktive Arbeiten im Ausschuss und die Auseinandersetzung mit dem, was der Rechnungshof in seinen Berichten immer wieder aufdeckt. Ich bedauere nur ausgesprochen, dass gerade die Senatorin für die Bereiche, die besonders kritisiert werden und die besonders viel lernen können aus diesem Bericht, sich nicht dafür interessieren und nicht anwesend sind. Wenigstens drei Senatorinnen und Senatoren sind ja jetzt wieder da, aber es sind ja im Wesentlichen nicht ihre Bereiche, die hier aufgeführt werden, sondern die großen Brocken liegen in den anderen Bereichen. Also auch hier zeigt es wenig Wille zum Lernen und zum Verändern. Denn einmal mehr deckt dieser Bericht Beispiele auf, wie der Senat Geld verbrennt, Einnahmen verschenkt, vor allem aber dringend notwendige Ausgaben verweigert. Einmal mehr ist der Bericht Beleg dafür, dass dieser Senat seine Verantwortung für diese Stadt nicht wahrnimmt und sich in wichtigen politischen Entscheidungen gegenseitig blockiert. Doch der Schwerpunkt der Berichterstattung hat sich etwas verlagert. War es bisher eher die Geldverschwendung, kritisiert der Rechnungshof nunmehr vor allem, dass vorhandenes Geld liegen bleibt und dringend notwendige Investitionen unterlassen werden. Es ist doch absurd, dass wir schon das vierte Jahr in Folge deutliche Haushaltsüberschüsse haben und diese Stadt weiter verfällt. Und auch das, Herr Goyni, sind Schulden. In diesem Jahresbericht wird das am Beispiel der Brücken deutlich. Meine Vorredner haben es gesagt. Ja, es ist sicher gut, dass Herr Senator Geisel die Rahnsdorfer Ruderfähre gesichert hat. Doch eine alternative Verkehrslösung ist es mit Sicherheit nicht, wenn alle Brücken verrottet sind und dann der Bezirk Treptow-Köpenick zur Insel in diesem Land Berlin wird. Und auch schöne Bilder werden nicht von der mit Sicherheit für den Rechnungshof relevanten Spende ablenken. Fakt ist auch, für den Bereich der Brückensanierung laufen Sie dem Bedarf hinterher, finanziell und vor allem konzeptionell. Sie schaffen es ja noch nicht einmal, das für Brückensanierung im Haushalt vorhandene Geld auszugeben. Frau Herrmann hat es erwähnt, es sind fast 20%, also mehr als 20 Millionen Euro, die vom Geld liegen gelassen werden, um die Brücken hier zu sanieren. Fast drei Viertel der Brücken sind es, die sich in einem dramatischen Zustand befinden. Deshalb teilen wir ausdrücklich die Forderung des Rechnungshofes, dass der kurz-, mittel- und langfristige Sanierungsbedarf systematisch und vor allem zügig ermittelt werden muss und dass es auf dieser Grundlage eine Idee für eine nachhaltige Erhaltungsstrategie braucht. Doch mit Ideen, vor allem mit ihrer Umsetzung, haben Sie es ja bekanntlich nicht so, verehrte Damen und Herren von SPD und CDU. Denn Ihre Idee mit SIVA, da teile ich Ihre Auffassung ausdrücklich nicht, die greift ja nun immer noch nicht. Die Geburtsfehler bleiben, die Investitionsquote hat sich immer noch nicht erhöht und bis Ende 2015 haben Sie ja gerade einmal 10% der vorhandenen Mittel ausgegeben. Inzwischen gibt es eine zweite Tranche SIVA, vielleicht ja bald eine dritte. Da verwundern die zu erwartenden Schwierigkeiten eben nicht, auf die der Rechnungshof in seinem Bericht verweist. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass am Ende noch nachvollzogen werden kann, welche Maßnahmen aus welchem SIVA-Paket finanziert wurde und welches Personal verwaltet die Vielzahl von Tranchen, Bestückungslisten und Maßnahmen? Schon jetzt kann der Senat im Bereich des bautechnischen Dienstes die Altersabgänge nicht mehr durch eigene Ausbildung kompensieren, geschweige denn die steigenden Bedarfe wegen zusätzlicher Aufgaben decken. Aber auch hier fehlt Ihnen, verehrte Damen und Herren von SPD und CDU, ein Plan für ein strategisches und bedarfsgerechtes Personalbedarfskonzept. Und das wird uns auch auf die Füße fallen in dem von Ihnen im Schweinsgalopp verabschiedeten E-Government-Gesetz. Denn auch hier fehlt es an spezialisiertem IT-Personal, fehlt es an den Fachkräften, was Sie ja selbst auch dem Rechnungshof in Ihrer Stellungnahme zugestehen. Erheblicher Fachkräftemangel im IT-Bereich, zu lange Projektzeiträume,
Sehr verehrte Damen und Herren von SPD und CDU, wenn dieses E-Government-Gesetz keine Bankrotterklärung werden soll, gibt es noch eine Menge Arbeit zu tun. Lassen Sie mich nur kurz noch ein Fazit ziehen aus diesem Rechnungshofbericht. Er beschreibt viele Baustellen und sicher ist, diese Baustellen werden Sie nicht mehr abräumen. Sie haben viele Ideen entwickelt, Sie haben viele Wahlversprechen gemacht, aber nicht an einer Stelle sagen Sie, wie es umgesetzt werden soll. Sehr verehrte Damen und Herren, diese Antworten bleiben Sie den Berlinerinnen und Berlinern schuldig, wahrscheinlich auch noch bis nach der Wahl.